Wir fördern die Polizei mal mit allem, was wir haben. Alkoholmissbrauch wird reduziert, Korruption wird reduziert, Arbeitslosigkeit geht runter, weil wir mehr Polizisten einstellen. Das finden Konservative und Beamte sehr gut. Kriminalität und Gewaltverbrechen gehen runter. Bodycam-Kosten gehen hoch, weil wir haben alles an Bodycams da. Und das machen wir auch. Zack. Schupex, du Dreckschwein, hör auf, dir das Geld hier auszugeben. Ist vorbei. Gib's auf Ko-Kofi auf, aber nicht auf Twitch. Okay. Wir gucken mal, wie sich das auswirkt. Ich behalte mal das politische Kapital. Ah! Wir haben die Fettleibigkeit besiegt. Geil, Digga. Kriminalität ist niedrig. Unterbrechung der Lieferkette. Internationaler Handel. Oh nein! Im Suezkanal hängt ein... Nein! Da ist ein Schiff quer. Ach du Scheiße. No. Was hat denn der für eine Forderung? Steuerentlastung auf Hypotheken. Motherfucker. Warte mal. Bürokratie, das können wir nicht verhindern. Bevor ich das mache, wait a minute. Also eigentlich könnte ich es machen, Digga. Steuerentlastung auf Hypotheken, das ermöglicht es den Menschen, Steuermäßigungen auf die Zinszahlungen zu bekommen, die sie auf Darlehen der Immobilienkauf zahlen müssen. So können sich ein Hauskäufer ihre Hypothekenzahlungen leisten. Überzeugt. Ich bin nicht überzeugt und darum lehne ich das ab. So. Wir beschränken mal das Wildjägen. Die Wildjägerei ist verboten. Das ist ein relativ entspanntes Ding. Und wir können uns auch noch mit Glücksspiel auseinandersetzen. Später. Wir fördern mal die Geheimdienste. Um organisiertes Verbrechen und die Internetkriminalität hinzukriegen. Spritzentauschprogramm läuft. 10. Wir senken das Wahlalter von 18 auf 17.
So. Marketing der Pharmaunternehmen. Seit vielen Jahren beglückten Pharmakonzerne mit Geldbeträgen. Oh ja, scheiße. Warte mal, für wen ist denn das geil? Ich muss hier, glaube ich, die Kapitalisten zufriedenstellen, sonst habe ich sonst nicht mit denen zu tun. Ich schränke keine Marketingmaßnahmen für Pharmaunternehmen ein. Genau. Private Gesundheitsvorsorge feiert das natürlich. Schlechte Wählerwahrnehmung. What? Achso, wegen dem Hauptsponsor. Okay. Popularität ist trotzdem hoch. Popularität ist trotzdem riesig. So, organisiertes Verbrechen sinkt. Alkohol fast vorbei. Internetkriminalität. Ah, das wird mit der Polizei und den Geheimdiensten. Warum geht denn die Atemwegserkrankung? Ich hab die fucking Tabaksteuer vervielfältigt. Wahrscheinlich, weil die noch nicht in Kraft ist, ne? Das dauert immer ein bisschen, bis die richtig greift. Könntest du denn absenken, das Wahlalter auch im nächsten 7 sinnvoll erachten? Klar, auf 16. Ich habe es jetzt auf 17 gemacht, aber einfach nur, weil ich nicht genug Kapital hatte. Unsere Kfz-Nutzung ist mega niedrig. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Subvention für Synthetikfleisch. Hier, guck mal, hier ist es. Bedingungsloses Grundeinkommen, das ist mein Ziel. Wir müssen mal den internationalen Handel fördern. Weil wir da Defizite haben. Einwanderungsbestimmungen. Wir verbessern mal die Einwanderungsbestimmung, damit wir mehr Leute aufnehmen können. Verbessern so unsere Auslandsbeziehung. Guck mal, was ich noch Recht und Ordnung habe. Wir integrieren eine Drogenvollzugsbehörde, um Gewaltverbrechen und organisierte Kriminalität zu reduzieren. Tabakkonsum, Digga. Ich werde die Steuer so hoch machen, Digga. Also die Kfz-Steuer und die Tabaksteuer wird noch so hoch. So, wir gehen mal ins nächste Quartal. Alkoholmissbrauch ist abgeflaut. Kaskadenversagen des Stromnetzes. Das ist schlecht. Unternehmensflucht. 56, das ist noch in Ordnung. Kriminalität sinkt. Tja, jetzt müssen wir uns unweigerlich mit dem Stromnetz auseinandersetzen. Wir haben ein staatliches Energieversorgungsunternehmen, mit dem wir Einnahmen machen. Das ist okay.
Wir können als Alternativkonzept die Förderung von Kernenergie in Erwägung ziehen hier. Aktuell tun wir das nicht. Das befindet die fucking Energieindustrie sehr schlecht. Deswegen werde ich großzügige Subventionen in Erwägung ziehen. Das reduziert den CO2-Ausstoß und das macht Umweltschützer sehr mad, aber nur zu einem gewissen Teil. Wir reduzieren unser Ölbedarf. Und müssen da was machen. 1,5 Milliarden Subventionen. Let's go. Alternativ. Das hier muss ich noch machen für grüne Elektronik. Da wir relativ stabil laufen, spare ich mal mein Kapital auf und gehe mal in die nächste Runde. Verbot von Glühbirnen ohne LED. Ja, klar. Müssen wir. Verbotspolitik, so ist es halt. Energieeffizienz steigt, Umweltschützer finden das gut. Multinationale Steuerhinterziehung. Die Umsatzsteuer, die Körperschaftssteuer. Wir können die Umsatzsteuer ein bisschen reduzieren. Wir haben Armut immer noch abgeschafft. Krank. So, jetzt. Grüne Elektronik. Ist eine gute Sache. Grundsätzlich. Preise für seltenen Erden, da müssen wir übrigens aufpassen. Die müssen unbedingt reduziert werden. So. Zack. Zack. So, okay. Was haben wir noch? Steuer auf abgeführten Gewinnen. Mhm. Plastiktütensteuer wäre interessant. Kunststoffsteuer. Hm. Wir könnten die Armut endlich mal wieder steigen lassen. Strafvermögenssteuer, let's go. Wir führen mal Standards für Treibstoffwirkungsgrad ein. Hohe Standards. Machen wir weiter. So, Kriminalität ist fast besiegt durch Trennung Internetkabel. Come on, Bro. Was? Schlechte Wahrnehmung. Ja, die wird aber besser. Neue Situation, Bürokratie. Ja, die werden wir unvermeidbar bekommen. Das wirkt sich aber, glaube ich, nur auf die Selbstständigen aus. Also, fuck them. Popularität ist sehr hoch. Wir haben einen kranken Überschuss. Was haben wir denn jetzt hier noch zu bieten, Chat? Was haben wir zu bieten? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir
Wir müssen Wasserknappheit im Auge behalten, ne? Das kommt noch dazu. Wir haben immer noch ein Problem mit Gesundheit, oder? Okay. Wir führen verpflichtende Organspenden ein. Widerspruch nicht möglich. You die? We gonna fuck you up and take your shit. It's my kidney now. So, wir erhöhen den, wir erhöhen einfach die fucking Tabaksteuer. Es ist jetzt ein bisschen crazy. Aber wir müssen die Atemwegserkrankungen nicht wegkriegen. So, wir machen dann nächstes Quartal. Teilnahme an gleichgeschlechtlicher Hochzeit. Klar nehmen wir an der Hochzeit teil. Wen sollte das denn stören? Die Religiösen? Wieso das denn? Bedrohte Tierarten. Unser Land ist Lebensraum für gefährdete Spezies, was stark beworben wird. Diese Tiere locken für sowohl Naturforscher als auch Touristen ins Land, die sie studieren und auf Expeditionen bewundern wollen. Hä, du willst mir sagen, dass das einen positiven Effekt hat, wenn ich die Umwelt schütze? Oh, jetzt müssen wir reduzieren. Okay. Das, was wir machen, wir reduzieren die Körperschaftssteuer wahrscheinlich. Wir können auch den Mutterschaftsurlaub reduzieren. Machen wir die Hälfte Gehalt. Ist alles nicht so wild tatsächlich. Weil wir so eine gut ausgelastete Bevölkerung haben, die sehr gut verdient und nicht arm ist. Das reduzieren wir dann. Schaffen wir mal den Mindestlohn runter. Das können wir uns auch erlauben, weil wir keine Armut haben. Und Arbeitsschutz könnten wir reduzieren, müssen wir mal gucken. Hat aber invalide Rentenkosten. Okay, wir reduzieren das mal um 10 Millionen ungefähr. Nee, ich habe die Reduzierung des Mutterschaftsschutzes auf die Hälfte des Gehaltes runtergedrückt, um die Unternehmen vor der Flucht zurückzuhalten und denen zu signalisieren, hey, das ist der beste Standort für euch. Damit die fleißig hier weiter ihre Steuern zahlen, die zu einem Überschuss von 8 Milliarden führen und unseren Staatshaushalt entlassen. Was sehr, sehr gut funktioniert. Wie man sieht. So. Forderung einer geldgebenden Person. Kostenlose Sehtests kann ich einführen, kein Problem. Nachricht vom Minister. Okay. Heißt es Mike? Scheiße. Interview versehentlich, das Mikro nicht ausgeschaltet. Daraufhin getätigte Aussagen, unsere Regierung wäre xenophob, sogar rassistisch. Auslandsbeziehung minus 40%. Fuck. Oh mein Gott. So, organisiertes Verbrechen. Zack, gelöst.
Multinationale Steuerhinterziehung ist immer noch okay. Neuer Sponsor. Digga, look at fucking this, Alter. Look at this. Arbeitslose gibt's aber, da müssen wir noch was machen. Und ich hab, weißt du was ich, ist ganz komisch, warum das so gut ist. Ich habe überhaupt nichts gegen die Ausländer gesagt. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe überhaupt nichts gegen die Ausländer gesagt. Ich habe sogar eher dafür gesorgt, dass Geflüchtete einfach so besser reinkommen. Es ist komisch. Einwanderungsbestimmungen verbessern wir nochmal, um unsere Auslandsbeziehung nach oben zu drücken. Zack. Und auf einmal läuft der Lachs. So, wir müssen ganz kurz das Kabinett umbilden. Versuchen wir mal ihn. Okay. Überschuss haben wir noch. Wir können auch mal das Militär ein bisschen pushen, um diese starke Führungspersönlichkeit ein bisschen nach oben zu machen. Und damit kriegen wir auch die Arbeitslosigkeit ein bisschen runter. So kennt man die Grünen, ne? Schön ins Militär rein! Kriegstreiberpartei! Wir erhöhen das mal leicht. So. Armut steigt. Mensch, wer hätte es gedacht? Verbot von Tierversuchen. Das wird die Kapitalisten übel abfacken. Wir verbieten es. Arbeitslosigkeit steigt. Okay. Atemwegserkrankungen sind RIP. Die Immobilienblase steigt. Bevölkerung, Mieterschutz reduziert ist. Kapitalistenanteil. Wir müssen den Mieterschutz ein bisschen anziehen. Okay. Armut steigt leicht. So, wir verbessern mal unsere Auslandsbeziehungen mit diplomatischen Kommissionen. Und wir machen das, was wir immer machen. Obwohl, wir brauchen das gerade nicht. Arbeitslosengeld. Wir erhöhen mal die Sozialbetrugssituation. Geheime Ermittler in Sozialbetrugsfällen schleichen sich in dein Portemonnaie ein. Dann 10, wie ich geh mal weiter. Oh Gott, der Scheiß schon wieder. Hacker demaskieren Spione schon wieder. Wahlfokus. Unternehmensflucht. Aber da muss ich vielleicht jetzt doch die Körperschaftssteuer reduzieren. Wir dürfen den Auslöserfokus nicht haben. Also wir dürfen nicht
wir dürfen hier nicht über 58% kommen, das ist zu viel. So, was nehmen wir für einen Wahlfokus? Wir nehmen... Tja, Kriminalität gibt's nicht mehr. Nehmen wir mal Arbeitslosigkeit. Internetkriminalität wird fast ausgelöscht sein hier. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft, Produktivität. Eieiei, das ist ja krass. Löhne. German Culture. Geniale KI, Bildung, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsrecht, Arbeitslosigkeit, Alkoholkonsum. Tja, wir müssen die Technologie fördern. Lass uns ein Raumfahrtprogramm einführen, Digga. Let's go. Lass uns ein Raumfahrtprogramm einführen. 5 Milliarden. Das ist gegen Arbeitslosigkeit, das fördert die Technologie, die Religiösen finden es scheiße, Internetgeschwindigkeit geht hoch und die Führungspersönlichkeit ist krass. Let's go. Einfach geil. Wir haben ein eigenes Raumfahrtsprogramm. Ist es was oder ist es was? Guck uns mal den Überschuss an hier. Wahnsinn. Es steigt und steigt und steigt. Gut, wir gehen mal weiter. Ausbau der Wohngebiete. Wir haben ein Problem mit der Immobilienblase. Wir müssen also baurechtliche Bestimmungen lockern. Finden Landwirte und Umweltschützer scheiße, ist aber die Realität. Wahlkampfreden verfügbar, brauchen wir nicht. Steuerhinterziehung multinational ist gleichbleibend. Körperschaftssteuer, das wird das reduzieren. Arbeitslosigkeit, wir kämpfen dagegen an. Kriminalität, nicht da. Armut, nicht da. Es ist einfach... Was habe ich geschafft? Gesunde Leben. Geil. Okay. Wir haben nur einen Überschuss von 7 Milliarden. Wir legen einen säkulären Fokus. Oh mein Gott, die armen Leute. Diesen säkulären Fokus auf die Bildung. Bevor wir einen atheistischen Fokus haben. Ist die Armut schon besiegt? Wir haben keine Armut. Es gibt sie nicht. So, Entwicklungshilfen können wir auch noch ein bisschen nach oben bringen, um die Auslandsbeziehungen zu stärken. Weiter geht's. Zynische Wählerschaft. Achso, ja. Das ist mir egal. Promi spricht sich für die Opposition aus. Uff. Internetkriminalität besiegt. Wahlkampfreden verfügbar brauchen wir nicht. Bürokratie, das ist etwas, das wird kommen, so oder so. Und ja, jetzt machen wir mal kurz einen Abschnitt, kurz vor der nächsten Wahl. Ich habe jetzt 2 Legislaturperioden gebraucht, um Atemwegserkrankungen zu heilen, die Umwelt zu schützen, den Überschuss der Wirtschaft nach oben zu pumpen, Adipositas auszuschließen, organisierte Kriminalität wegzumachen, Alkoholkonsum einzuschränken. Also mein Gott, das läuft ja echt scheiße bei den Grünen hier. Trägt ekelhaft.
Und Jesus aus der Politik zu vertreiben. Das habe ich auch geschafft. So, wir warten mal. Müssen mal gucken.